Und willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy. Mal kurz überlegen, beim letzten Mal haben wir Dinominen absolviert. Ja, genau. Und da ist Hafenstrecke. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe und vermute, dass das letzte Fluglevel ist. Dann schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Ja, lang ist her, seit der letzten Aufnahmesession. Das wird es wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. So, da ein YouTube. Das ist die weltberühmte Hafenschrecke, die Krönung aller Rennschrecken. Nur die Besten der Welt werden hier zugelassen. Die Lokal-Champions sind eine Gruppe von Blaufußtölpeln, die noch kein einziges Rennen verloren haben. Welche Herausforderung willst du spielen? Also es hat auf YouTube eine Pause gegeben vor ein paar Wochen. Aber es geht wieder weiter, beziehungsweise wenn es ist, dieses Video zeigt, ist das alles schon wieder Vergangenheit. Aber naja. Also, welche Herausforderung? So. Am leichtesten schaffst du die Zeit mit der folgenden Reihenfolge: Möwen, Bogen, Hummer, Fische, schließ eine Sache ab und dann weiter zur nächsten. Also Möwen, Bogen, Hummer, Fische. Möwen. Passt. Das glaube ich war nicht gut. Ah, da haben wir Hummer. Okay, Fische. Wow. Warum? Okay, ist wurscht. War es nicht sinnvoller, den entgegenzufliegen? Sofern man es treffen, da zwar. Es war doch viel sinnvoller, oder? Meine Meinung. Okay, bei denen du es wischst. Grüßen wir noch. No! Oh, das war das war noch.
Das kostet Zeit. Bögen. Vielleicht Jobs. Yes! Okay, Warwatch eigentlich nicht schwer, finde ich. Wow, du hast das Zeitlimit der Hafenstrecke geknackt. Das ist bisher kaum ein Rennfahrer gelungen. Das muss ich den anderen Drachen zu Hause erzählen. Cope. Blaufußteufel. Orientiere dich an den roten Punkten und fliehe durch alle grünen Kontrollringe, um die Strecke zu schaffen. Die blauen Sterne geben dir einen Temposchub, also flieg durch so viele wie möglich. Okay, also so wie immer. Ah, das war kaum noch immer, wo es nicht traut. Wow. Geh mal weg. Mal aufholen. Komm schon. Oh, die Batterien sind beinahe leer. Passt.
Wie kämpft an den Rand? Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Yes! Die Vögel macht es nichts aus, gegen einen Drachen verloren zu haben. Immerhin hielten die Drachen vor 1000 Jahren hier alle Geschwindigkeitsrekorde. Jesse! Bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwo, ja, der Jäger noch steht. Irgendwo auf dem Flugzeugträger vielleicht. Nicht? Okay. Da oben beim Leuchtturm. So. Wo kommen nur diese Schafe in fliegenden Untertassen her? Gerade hat sich eins sein Ei geschnappt und ist abgehauen. Es ist super schnell, aber sein UFO ist beschädigt und qualmt. Ich glaube, ich kann mithalten, solange ich es durch die Rauchringe schaffe. Einen Augenblick. Den schnapp ich mir. So, du darfst. Okay. Schnappt's da. Schnappt das Schaufufu. Wobei die Steuerung einfach wieder so komplett anders da ist. Wow, 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 wow. Bam. Das war knapp. Kurz vor der Bruchlandung des UFOs ist das Ei rausgefallen. Sarah. Oh, das war jetzt nicht mal so schwer. Ohne Schnitt 27 Minuten. Aber ich denke, ich werde trotzdem ein bisschen was cutten. Vor allem beim Rennen. So, Rückkehr nach Mitternachtsberg. Da da di, da da du.
Gut. Das war also die Hafenstrecke. Dann bleibt da, glaube ich, gar nicht mehr so voll. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann und ciao.